Am Dienstagabend gegen 20 Uhr schlug ein Blitz in den Dachstuhl eines Wohnhauses in Fürstenhagen im Werra-Meißner-Kreis ein. Die umfangreichen Löschmaßnahmen zogen sich stundenlang hin, weil in dem Neubau eine besondere Isolierung vorhanden war. Die Löscharbeiten die gestalten sich besonders schwierig, weil das ganze Dach als Kniegeschoss voll ausgedämmt ist. Also das heißt, alle Dachsparren sind mit voller Dämmmasse hier verkleidet, hier von innen dann mit Gipsplatten nochmal verkleidet und dann auch eine zusätzliche Dämmung auf den ganzen Boden ausgelegt. Und der Boden ist in der Längsrichtung auch noch teilweise abgeschottet, dass wir keinen durchgehenden Zugriff auf die gesamte Gebäudelänge möglich haben. Selbst nach 3 Stunden war das Feuer immer noch nicht unter Kontrolle. Bis in die frühen Morgenstunden war die Feuerwehr mit insgesamt 81 Einsatzkräften damit beschäftigt, den Brand zu löschen. 2 Drehleitern der Feuerwehren Witzenhausen und Hessisch-Lichtenau waren im Einsatz, um das Dach zu öffnen. Unterstützung wurde aus den Ortsteilen Walburg, Velmeden, Hopfelde und Helsa angefordert. Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand. Der Bewohner konnte sich selbst in Sicherheit bringen und wohnt nun zunächst bei seinen Eltern. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen wird sich der Sachschaden auf rund 150.000 Euro belaufen.